Wenn der Vater zu stur ist, muss halt die Tochter die Strategie übernehmen. Leute, willkommen zurück zu Advance Wars. Teile und herrsche die erste Mission gegen Sonja. Und ich bin gespannt, wie das jetzt wird, Leute. Hat Max Kraft und Köpfchen genug, um Sonjas Standards zu genügen? Alter, Max? Wir müssen mit ihm spielen? Na gut, okay. Sonja, wir haben auch keine Angst vor dir. Obwohl sie echt hier so ein richtiges Taktik-Genie ist. Wir werden gleich bestimmt noch mehr erfahren. Auch über ihre besonderen Gegebenheiten. Oh, oh yeah. Ich bin so ein Klemmbrett, ey. Die macht sich gleich Notizen. Sollte ich vielleicht auch machen. So, warte jetzt nochmal für eine Besinnung. Oh. Andy, Tami, Leute, wo steckt ihr denn? Ich bin ja auf jeden Fall an den richtigen Koordinaten. Versteckt ihr euch etwa? Kommt raus, ihr Blödmänner. Moment mal, das Herr von Gold Komet. Ich Idiot hab mich umzingeln lassen. Er ist so ein Schwagel. So eine richtig üble Nebelmission. Und ja, hier, oh, Sonja versteckt sich hier, weil Sonja ist tatsächlich so eine kleine Nebelexpertin. Jedenfalls war sie das früher. Mal gucken, ob sie es ein bisschen geändert haben oder so. Schuss! Kanbais clevere Tochter schätzt nichts mehr als Daten und kluge Planung. Im Kriegsnebel zeigt sie ihre wahren Stärken. Sonjas Sichtradius bei Kriegsnebel ist um ein Feld größer. Einheiten, Trefferpunkte sind vor dem Feind verborgen. Das ist auch fies. Das ist richtig fies. Also ich weiß jetzt nicht so, wenn man gegen Computer spielt, vielleicht nicht so, aber wenn man, sag mal, gegen andere menschliche Spieler spielt, kann das schon echt ein ganz schön taktischer Vorteil sein. Zufallsbasiert bis zu minus 15% weniger Feuerkraft bei Angriffen. Ja, das ist ja, weil, stimmt, die war ja irgendwie so ein Pechvogel, glaube ich, ne? Während Nell so ein bisschen Glückskind ist, war Sonja ein Pechvogel. Die kann einfach mal schwächer angreifen, richtig fies, mag aber Computer, im Gegensatz zu ihrem Vater, und hasst Käfer. Weitsicht. Gabe füllt sich sehr schnell auf, erhöht Sichtbereich um 2 Felder und enthüllt in Wäldern und Riffen versteckte Einheiten. Und dann auch der typische plus 10 Angriff Verteidigungsboost. Ja, ansonsten hat sie ganz normale Einheiten. Ja, das ist halt echt fies, ey. Wenn sie ihre Gabe hat, kann die, ja, dann kann die einfach überall hingucken. Na gut, okay. Ich glaube, ich kann trotzdem mal ein bisschen erobern. Und Max ist ja schon ganz schön krass stark, ne? Ich gehe trotzdem mal schön vom Wald zu Wald. Ja, will ich mal ein bisschen schauen. Und auch meine Speer würde ich gerne einfach in den Wald stellen. Oh mein Gott. Ich habe so Angst. So, kann ich hier schon irgendwo ein bisschen hier hinfahren? Bitte ist hier keiner, bitte nicht. Okay, puh. Oh Mann, ey, diese Wälder. So, ich habe auch einen richtig dicken Kampfpanzer. Na, der muss erstmal. Ja, wo schicke ich den denn hin? Was soll überhaupt meine Taktik sein? Soll denn meine Taktik sein, eine menschliche Einheit nach oben zu fahren? Oh shit! Boah! Alter, das war so ein Raketenwerfer. Ich wollte gerade sagen, eine menschliche Einheit halt nach oben zu fahren, um ihr Gebiet einzunehmen, was natürlich durch die Berge sehr erschwert ist. Oh. Na gut, okay, dann machen wir erstmal hier so ein bisschen Damage. Der wird auch gleich zerstört durch meine Mech-Einheit. So, dann auch gleich auf den Berg gestellt, dann sehe ich auch gleich wieder mehr. Okay, wir sind natürlich echt nicht so eine krasse Werte wie ihr Vater, ey. So richtig stark. Oh gut, okay, so, ich glaube, hier kann ich. Muss ich hier langfahren? Nö. Sag in den Wald. Das ist natürlich der TTP. Genau in Angriffsreichweite oder in Sichtweite. Ich weiß nicht, ob schon irgendjemand hier ist. Was ist eigentlich, wenn hier mit den Wäldern? Was ist hier nicht los? Ich hab so Angst. Fahr mal langsam vorwärts. Und ich habe echt nur diese Einheiten zur Verfügung. Ach du meine Güte. Naja, also warte jetzt schon wegen eben so einem verlorenen Raketenwerfer ihre Gabe voll. Beginnen wir. Nee. Gott sei Dank. Du bist Max, Kommandant von Orange Star, oder? Ich bin hier, um deine Kampffähigkeiten zu analysieren. Beginnen wir. Ey, wer hat gesagt, dass ich da mitmache? Wow! Ey, voll fies! Noch ein Raketenwerfer! Alter, ey, er ist natürlich voll im Wald versteckt. Ja, ist wieder ein klassischer Rückzug, Anni sagt. Soll es so sein? Na gut, ich, hab erstmal hier wieder meinen TTP noch unter Kontrolle. Ich setze mal hier einfach in den Wald und will ja ein bisschen weiter nach vorfahren, ne? Ja, deswegen. So, sollte ich jetzt hier einnehmen, sicherheitshalber? Ich meine, ja. Aber der andere muss echt zurück. Ich habe nicht so viele Einheiten, das geht nicht. Ich kann das nicht machen. So, das wird hier aber hart geschossen. Hier steht er jetzt aber hier im Wald. Alter, wie ich die 100% fertig mache, geil. Dann sieht sie mich zwar immer noch, aber egal, sie dürfte auch keine Basen und sowas zum Bauen haben, deswegen sind wir immer gut. Aber die Reichweite, ne? Warte mal, ist der Raketenwerfer, ist der hier drin, ne? Ich weiß es gar nicht. Nee, tatsächlich nicht. Nehmt ihr hier mal ein. Ach, man, der Raketenwerfer ist so schwach.
Ja, die ist hier irgendwo. Die ist irgendwo hier. Ja, hier wird jetzt bestimmt noch einer angegriffen, der hier, ja. Aber die ist halt so schwach. Ich habe da keine Angst vor. Also nicht, jedenfalls nicht große. So, dann lieber hier mal kurz hier im Wald ein bisschen spähen. Hm? Alles safe hier? Oder was? Ja, soll ich mit dem Raketenwerfer? Ja, fahr halt irgendwo hier hin. Du kannst eh nichts machen. So, ja. Ich hab so Angst, Leute. Ach, die macht so schöne Musik. Nein, Mann! Ich hätte nur Raketenwerfer? Oh. Nein! Och, natürlich, ey. Oh. Oh, zwei Eyeliner verloren. Ja, ist das fies? Das wird auch wieder richtig Schmutz. Oh, du, ich hab keine Lust, die Rückspulfunktion zu nutzen. Hallo? Da komme ich aus einer zu anderen Zeit zu. So, okay, trotzdem voll gemein. Ich habe noch eine Einheit zum Einnehmen, ne? So, die ist halt, wirklich, die Max ist ja richtig stark. So, dann zerstöre ich die mal. Dann verschwinden meine Einheiten auch wieder schön im Wald. Dann muss ja erst wieder eine quasi opfern, indem sie gegen mich gegenfährt. So, und verschwunden. Gut. Ja, was ist denn jetzt hier? Warte mal, ich habe da so einen Speer. Ja, nicht schlecht gegen die Menschen. So, Raketen, Dings hier, na, Artillerie, ja. Macht immer noch gut Schaden, bloß dass die Reichweite so mies ist, ey. Oh cool, der war schon geschwächt. So, dann geht jetzt weiter ein oder fahr erstmal in den Busch. Könnt den ja auch hier zum Locken hinbringen. Weil der ist ja eh Schmutz, ne? Und den würde sie bestimmt viel lieber angreifen. Wenn der jetzt im Sichtfeld ist. So, okay, komm, einfach angreifen. Ey, man sieht nicht, wie viel Energie noch hat. Was soll's, Mann? Ich brauche hier keine Menscheneinheiten. Die sind nur nervig, Mann. Wie man sich echt merken muss, wie das noch war. Warte mal, ich schick mal den hier, der sich heilen. So, und hier schon im Wald win. Kampfpanzer muss safe sein. So, ich weiß halt echt nicht, ob die irgendwie hier Menscheneinheit hatten, hat die denn hier versuchen, meinen Hauptquartier einzunehmen. Ich glaube aber eigentlich eher nicht. So, Mann, ey, was denn jetzt? Oh, warte mal, ist jetzt nicht ihre Gabe so voll? Oh nein! Gut so, Max. Bald habe ich alle Daten, die ich brauche. Nein, jetzt sieht's uns doch noch! Weitsicht! Boah, das ist ja cool gemacht. Aber nicht für uns. Oh, jetzt sieht's natürlich wieder alle, wie sie da stehen. Ah, boah! Mann! Na cool, sie macht nicht den. Warum lässt sie mir denn die Einheiten zur Verfügung? Hätte sie doch gleich zerstören können. Leute, ihr seht die Taktiker. Ich dachte, sie ist die Taktikerin. Hättest du doch gleich die Einheit. Ah, das hat sie ja gar nicht gesehen. Ja, doch, hat sie gesehen durch ihre Gabe. Ich glaube, sie war einfach nur gnädig. So, soll ich jetzt mal versuchen, hier Ruf zu stellen. Dann sehe ich hier vielleicht in zwei Wälder. Was bringt mir das denn? Ich kann ja hier nicht so geil angreifen. So, wie viel hatte der hier? Der ist schon ein bisschen geschwächt, ne? Angreifen, Leute. So, hat noch vier. Ja, komm, greife ich trotzdem mal. Max ist so crazy. Boah. So, und... Oh, natürlich hat es knapp nicht erreicht. Natürlich wäre cool, wenn ich den jetzt noch finishen könnte, dann sieht sie halt die Einheit nicht mehr. Hm? Aha! Da ist der Schlingel. Okay, fahr mal bitte im Wald. Puh! Die müsst ihr eigentlich echt alle... Hey, greif mal das hier an. So, das ist viel cooler, wenn du das angreifst. Mach mal. So, zack. Ne, ein bisschen hier. Vielleicht haut sie auch ab, weil sie sich denkt, oh, das ist ihr zu heavy. Man weiß es nicht. So, die heilen sich hier schön weiter hoch. Ich verstecke mich im Wald. Der soll noch ein bisschen mehr heilen. Der ist okay. Eieiei, na, das wird aber eine Mission. Diese verdammten Raketenwerfer. Der Feind ist stark. Doch wir sind stärker. Oh, ist es schon bald. Ist es schon bald besiegt oder wie? Weil der wirkt ja immer so, ne? Wenn die immer schon so, nach dem Motto, oh verdammt, ey, immer so einen kleinen Spruch ablassen. Oh, Alter, voll fies. Na gut. Gut. Ja, das wirkt jetzt echt so toll. Das ist halt meine Gabe. Was soll ich jetzt damit? Bringt doch gar nichts. Nee, denn der. Ich mach's trotzdem mal. Ich kenne dich zwar nicht, aber sich mit mir anzulegen ist eine verdammt schlechte Idee. Genau, zeig's dir, Max. Maximum. Oh yeah. So, die paar Einheiten noch. Na, okay. Dass ich so leicht mein TDP verloren habe, ne? Aber Leute, ich konnte es doch nicht wissen, oder ich wusste es doch nicht. So, jetzt verliert sie erstmal ihren komischen Jagdpanzer. Oh nein! So, jetzt kann ich hier oben ein bisschen hier richtig ausflippen.
Aber ich würde doch irgendwie gerne weiter wieder mit meinen Menscheneinheiten vorjagen. Ja, die wird hier auf jeden Fall auch im Wald, hier wird alles voll sein. Da muss ich mich echt geschickt schleichen. Und wisst ihr was, ich glaube, ich heile mich echt mal hier nochmal hoch mit den zwei Einheiten. Ja, das ist ganz cool. So, die ist ja schon voll. Ich nehme alles, was ich kriegen kann, oder ich nehme alles. So. Alter, Overkill. Tschüss, Mann. So, so, komm, ich weiß hier nicht irgendwie, dass jetzt hier genau gleich der nächste Raketenwerfer irgendwo steht. Ja, den will ich eigentlich wieder weiter zum Locken. Ey, cool, nimm das mal ein. Okay. So, er war da vorne. Okay, wir marschieren einfach durch. Ich hab ihr Hauptquartier im Sinn. Okay, da rollt nur irgendein Panzer. Er hat die echten TTP unterwegs, der hier irgendwie gleich einen Menschen auslädt. Weil wenn sehe ich ja, wenn hier auf einer auf meinem Gebäude drauf ist, jetzt sehe ich ja dann sofort. Also habe ich ja echt einen Muffensausen so ein bisschen. So, gut, yeah. So, ansonsten wirkt es ja recht still hier, wa? So, wisst ihr was? Ja, zur Not, ey. Ja, dann zur Not lasse ich mal einen Panzer hinten zurück. Ja, so einen kleinen. So, der erstmal natürlich hier, so sich noch weiter auflädt. Du fährst einfach mal hier in den Wald. Hm, hallo, ist hier jemand? Nee. Ba-da-da-wow. Oh, geil, du kannst ein bisschen hochfahren. Hm? Ist auch keine Sau. So, soll ich den auch mal wieder zurückfahren und ein bisschen heilen? Ich meine, jetzt hier mit den Einheiten sich durch die Wälder schlagen. Okay, hier wird ja keiner sein, hier hinten. So. Hoffe ich mal. Vielleicht ist hier jemand. Aber wenn eine Ferneinheit ist, dann kann die mich nicht treffen. Okay, gut. Also in dem Wald da jedenfalls. So, komm, fahr mal zurück. Heil dich mal. So, hier wird weiter geheilt. Und ich hab hier, ich achte hier drauf. Ich hab hier Fahrgeräusche gehört, Leute. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Die Musik. Das passiert ja gar nichts. Was ist hier los? Au je. So, heilen. So, wie gesagt, hier erstmal, zack, hier kommt keiner hin. Ist ja klar. Ja, und jetzt muss ich halt wirklich weiter absuchen, ne? Die ganze Gegend hier. So, erstmal von Wald zu Wald. Hm, hallo? Ich habe kein TTP, ey. Da wollte ich jetzt nicht zu lange suchen, weil das ist mein Treibstoff alle. Und das ist nicht gut. Ich würde jetzt halt gerne nach vorne weiterfahren oder auch die Menscheneinheiten weiter voranbringen. Hm, damit ich halt einnehme. Sonst wird das ja so richtig so eine blöde Suchaktion hier. Von wegen, na, wo ist sie denn? Und hm, da hat gar nicht so Lust drauf. Also, hier kommen wir erstmal mal nach vorne. Durchforst jetzt mal die Wälder. Ganz alleine so. Naja, okay. Ich würde halt irgendwie gerne schon. Ich weiß halt bloß nicht mit den Raketenwerfern und wie es irgendwas hier hat. Hier sind noch richtig viel unterwegs. So, ja, der heilt sich weiterhin. Ist okay. Leute, es wird spannend. Richtig spannend. Tag 7. Jetzt tot. Ich höre da irgendwas. Was höre ich da? So. Okay, jetzt habe ich irgendwie nicht so Angst. Weil jetzt wäre ja klar, dass ich mich hier nicht in Radius stelle. Boah, ich komme echt nicht in den Wald. Was ist denn da los? Hallo? Au! Okay, ja, das ist ja nicht so schlimm, ne? Ja, okay. Also hoffe ich mal. Also, dann fahren wir hier hin. Bisschen gucken. Hier ist ja gar keiner. So, soll ich hier noch irgendwie zurücklassen? Nee, komm, der doch mal weiter nach vorne. So, du fährst auch weiter. Wie sind die? Wird hier unten irgendwo rumcruisen. So, zack. Okay, ein bisschen noch Hauptquartier, ein bisschen weiter schützen. Ja, aber auch nicht so ganz effektiv, ne? So, ich biete ihr mal ein bisschen was an. Und dann hoffe ich ja, dass, ja, den Hauptquartier einnehmen. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Alter, wer? Wer greift hier an? Alter, ist hier echt nur ein Raketenwerfer. Wo ist der denn? 19 Meter! Okay, das ist eine Artillerie. Ah, nee, das ist der. Ah, nee, der kleine Panzer, okay. So, was war das denn jetzt? Wo jetzt hier? Hier steht also irgendwo ein Raketenwerfer in den Wäldern hier, ja? Ach, so ist das. So, erstmal den hier komplett vernichten. Ja, was? So. Dann fahr du mal hier hin. Gucken. Nix. Du fährst mal, weiß ich nicht, die Wälder einfach mal durch. Hm? Nix. Hier ist gar keiner mehr. Dann fahr du mal. Okay, hier ist der Raketenwerfer. So, nicht mehr in Reichweite. Alles klar. Angriff! So, ob sie den jetzt wegfährt, weiß ich gar nicht. So, ich fahr auf jeden Fall schon mal weiter in die Richtung. Und dann noch ein bisschen was ein.
bum, 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 bum. So, sehr schön, dass er sich heilt und ist alle soweit noch safe. Ja, der wird drauf hinauslaufen. Ich glaube, ich werde halt alle ihre Einheiten wohl irgendwie zerstören, wenn die letzten sich mal zeigen würden. Aha. Aha. Guck mal, kaum sage ich's, da zeigt jemand sein Face, Alter. Din, din, din. Okay, jetzt mal hier den hier finishen. Alter, der Jagdpanzer ist so stark. Gut, der ist auch schon um 1 angeschlagen. Trotzdem down. So, Sicht ist wieder weg. So, ich müsste jetzt hier langsam mal ein bisschen wieder nachtanken. So, dann kann ich ja schon mal hier versuchen zurückzufahren. Ja, okay, kriegt er auch so hin. Das ist hier ist echt keiner. Hier ist keine Sau. Ist hier noch irgendeiner? Hallo? Oh, shit. Okay, gut. Aber bin safe. Ja, mag ich jetzt irgendwie die Menscheneinheiten da hinschicken oder halt nur zerstören? Ja, eigentlich zerstören, ne? Ist doch geil. Fahr mal ein bisschen näher ran. So, schön im Wald natürlich bleiben. Ja, du fährst mal wieder zurück. Ich muss dich gleich heilen. Doch, mach mal. So, du brauchst hier, glaube ich, nichts einnehmen. Ach komm, mach mal. Vielleicht brauche ich noch 4 Runden. Man weiß es nicht. So, was willst du jetzt hier, du Spinner? Tschüss, Mann. Sofort weg. So, Raketenwerfer hier hin. So. Unser Gebiet bleibt safe. Gut. Naja, und jetzt, Leute, was ist denn hier los? Oh, shit. Hohe Kraft ist nicht alles. Och, Mann. Beispielgefährlich? Nee, wenn ich genau jetzt mit meinem Kampfpanzer. Mann. Weitsicht. Ja, ich hatte da wohl nicht so eine Weitsicht für, ne? Okay. Wird mein Kampfpanzer halt noch ein bisschen beschädigt. Macht doch nix. Hoffe ich. Oh, Mann, nur weil sie jetzt in Wälder gucken kann. Ich sehe den Wald von lauter Bäumen nicht. Okay, kein Ding. Ich glaube, das ist glaube ich, ihre letzte Einheit. Leute, von daher. Hallo. Okay, da kann man wieder nachtanken. Hier nochmal einnehmen. Außer ist das wirklich gleich vorbei hier. So, ich muss aber hier stehen bleiben, sonst kann ich nicht in die Gegend gucken. So, du fängst an, dann sehe ich dich. Und dann kommt der fliegende Wechsel. So, Na Leute, so, der dürfte reichen. Und war das die letzte Einheit? Bums. Nee, tatsächlich nicht. Hier sind noch mehr Sachen versteckt. Bloß wo? Ich glaube, das müsste noch ein TTP oder sowas sein. Ja, gucken wir doch mal. Hallo, wo ist hier denn jemand? Hallo. Das war jetzt im Ernst, wo sind die? Die letzte Einheit jetzt suchen, wisst ihr? Feindliche Truppenstärke, Koordinaten, oh je, das sieht schlimm aus. Auf jeden Fall eine Einheit, die sich nicht bewegt. Ja, eine Einheit, die sich nicht bewegt, das ist schlecht. So, ja, der macht sich mal auf den Weg hier und will das Hauptquartier doch einnehmen. So, du hast auch halt bald keinen Sprit mehr. Dann wird es hier irgendwo hier in den Wäldern sein. Kurz mal hier gucken. Nix. Vielleicht? Nee. Okay, aber dann ist ja hier alles schon clean. Dann fahren wir mal zurück. Ja, hier war ja sowieso auch nichts. Oh nee, der sprit bald alle, ey. Vielleicht greift es ja irgendwie an. Oder hier in den Wäldern. Hier ganz unten durch die Fies. Nee, na wohl, kann sein. Genau hier. Ich guck mich um, Leute. Ich guck mal. So, kriegt vielleicht noch ein bisschen was auf den Sack. Aber dadurch verrät sie sich ja auch. Tag 12. Ja, ich hätte mit meiner TTP-Einheit ein bisschen cleverer machen müssen. Ich weiß. So, so, die Wälder mal abfahren. Nichts? Kann doch nicht sein. Hier? Auch nichts. Ja, cool, ich kann die ja so testen. Aber deswegen kostet das auch Sprit. Komm, gleich mal 3 Wälder auf einmal angucken. Ja, hier ist keiner. Ey, wo ist die? Wo ist die, Alter? Okay, das schafft er echt doch noch einzunehmen hier, Mann. So, er blinkt beim nächsten Zug, feigt darauf. Okay. Warte, wo ist die denn? Also hier in den Wäldern nicht. Vielleicht doch hier, genau hier unten in der letzten Ecke. Ah, Mann, der dauert und dauert, ey. Ja, sie macht nichts. Der Weg ist aber echt zuversichtlich, dass sie da unten ist. Das würde ich ganz doof ihn auch nicht prüfen können. Das kommt jetzt. Ja, okay. Was? Nee! Ey, wo ist die denn? Na, denn nicht. Dann nehme ich ein. Kann auch nicht wahr sein. Ja, jetzt hier die eine zu finden. Das ist jetzt richtig toll. Aber die haben alle so kleine Sichtweite, ey. So, die also hier unten ist alles. Ja, clean. Ja, weil ich ja schon überall gucken. Wo sind die denn dann? Wo ist hier jemand?
Hm? Nö, alle weg. Ja, denn, oh, dann dauert jetzt einfach richtig lange, weil ich einnehmen muss. Ich musste doch einnehmen. So, ich fahre hier mal durch die ganzen Wälder hier durch. Nix. Och Mensch, Sonja, was ist denn das für eine komische Taktik? Ja, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt Bescheid, ne? Wenn ich hier, sag mal, Rang S haben will, auf jeden Fall den TTP ein bisschen zurücklassen, bis halt echt so eine Situation, die hat sich ja relativ schnell ergeben, dass hier irgendwie keiner mehr ist und nichts mehr passiert, ne? Und dann halt einfach den TTP schon mal vorbeischleusen. Ja, stutzig macht mich hier trotzdem, wo jetzt hier die irgendwie ist. Die finde ich bestimmt nur nicht mehr. Vielleicht hat die ja keine Einheit mehr hier. Oder vielleicht ist sie einfach... Also sie fährt aber auch nicht rum. Sie fährt nirgendwo hin. Ich habe ja auch schon geguckt, hier ist keiner. So, der Kampfpanzer ist bald wieder voll. Hm? Nee, nix. Ach ja, dann haben wir halt gewonnen, wenn... Tag 17. Egal. Ich hab doch hier unten auch geguckt, oder? Anscheinend nicht. So, na gut, dann... Oh. Nee, ja doch noch, wenn ich die alle platt mache. Au, je. Trotzdem schon mal anfangen, um mir Angst zu machen, hier. So. Okay, Leute, wir haben's gefunden. Los, Max. Baller voll los. Ja, das ist halt so ein bisschen, ne, die verarbeitet hier, agiert hier im Verborgenen. Ist das nicht fies? So, jetzt kann ich mir aussuchen, wie besiege ich sie denn? Durch Einnehmen oder so? Ach, ich mache ihre Einheiten einfach platt. Ich mache alles platt, Leute. Wieder eine Mission, die definitiv schneller gehen kann. Aber wenn man vorher natürlich weiß, was hier passiert, ne? Euch steht ja dann immer frei, wenn ihr privat zockt oder was. Wenn ihr selber spielt, steht euch ja immer wieder frei, die Züge rückgängig zu machen. Nur um Zeit zu sparen, damit ihr gleich den perfekten S-Rang habt. Mir, Leute, das ist aber nicht wichtig. Dudes. Übrigens, da, Kommandant Max, deine Fähigkeiten im indirekten Kampf sind unzureichend. Dies versuchst du mit dem Fokus auf Direktangriffen auszugleichen. In Situationen, in denen du mit mehreren Einheiten zugleich attackieren kannst, bist du nahezu unschlagbar. Macht die mich gerade an? Doch wo dir der Platz zum Manövrieren fehlt, fällst du im indirekten Angriffen schnell zum Opfer. In künftigen Schlachten solltest du deinen Feind auf offenes Terrain locken. Eine solche Umgebung sollte für dich zu merklich besseren Resultaten führen. Ich hab doch gewonnen. Deine Miene verrät Verwirrung und Unklarheit. Bist du einfach bloß für die Ausführung zuständig? Tragen dir andere auf, was du zu tun hast? Schweig mal eine Sekunde. Wer bist du denn überhaupt, junge Dame? Ich heiße Sonja, Kommandantin für Gold Comet. Höchster Freund. Comet? Ach so. Ich habe mir erlaubt, dich im Vorfeld dieser Schlacht von deinen Begleitern zu trennen. Ach. Wo sind meine Freunde? Ich hab doch noch meine Freunde. Was wird hier gespielt? Keine Sorge, keiner von euch ist in Gefahr. Ich habe euch alle in maßgeschneiderten Prüfungen gelockt, um euch individuell genau zu analysieren. Wir hätten uns nie aufteilen sollen, so eine Scheiße. Yeah, Leute! Das war cool, oder? Eigenartige Sache. Richtig eigenartig. Oh, das war klar. Rang A. Eindeutig zu langsam. Ja, Hauptquartier einnehmen sollte richtig ohne Probleme möglich sein. Aber gut. Heute würde ich sagen, das war die heutige Folge. Hat wieder viel Spaß gemacht. Mal gucken, was die anderen für maßgeschneiderte Missionen haben, ne? Gegen Sonja, ey. Aber sehr schön. Dann ist wirklich klar, die Bonusmissionen, die früher damals waren, sind jetzt hier wirklich für alle immer zugänglich. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.